Unser nächstes Experiment soll darstellen, wie so die Elektronen in dieser Batterie sich bewegen. Wir vergleichen es da gerne auch immer mit Wasser, weil auch hier fließt etwas. Und wie viel dieser Elektronen, also die Ladung, wie viel Ladung die da drinnen ist, ob wir die messen können. Soll das nicht die nächste Übung sein? Dafür habe ich schon das Messgerät vorbereitet. Und hier noch einmal ein Modell zum Veranschaulichen, wie so eine Batterie funktioniert. Also wir wissen ja, die zwei Zungen heißen wie in der Batterie? Pluspol und Minuspol. Genau, und das Pluspol und Minuspol habe ich mit diesen zwei Flaschen dargestellt, die unterschiedlich markiert sind. Das eine ist so Gold, das andere ist Silber. Das soll den Pluspol darstellen und den Minuspol. Mhm. Dann hatten wir für unsere Taschenlampe ja noch etwas. Was haben wir da noch drinnen gehabt? Den Schalter. Den Schalter, den habe ich hier, ja, sehr gut. Was habe ich noch? Den Draht. Den Draht, den Leiter, das ist der Schlauch bei mir, ja, genau. Was hatte ich noch? Die Batterie. Die Batterie, das sind meine zwei Flaschen. Ja, das sind die Zellen, die da drinnen sind, ja. Und was hatten wir noch? Die Glühbirne. Die Glühlampe, den Verbraucher. Das ist jetzt dargestellt mit diesem roten Band. Also sagen wir, wir wollen die Lampe zum Leuchten bringen. Was muss dann geschehen in unserem Stromkreis? Welches Ding also haben wir da bewegt? Wir haben die Batterie hergenommen. Wir haben das ist den die Batterie. Stromkreis aufgebaut. Das haben wir. Aber die müssen befestigt sein. Ja, die sind befestigt, in dem Fall mit Klebstoff. Habe ich nicht gesehen. Ja. Und dann hatten wir den Schalter. Und den müssen wir aufmachen. Ah. Und den öffnen wir jetzt. Kannst du den Schalter öffnen und schauen, ob da die Flüssigkeit fließt? Ja. Und auf einmal bewegen sich da drinnen die Elektronen. Das sollen die Luftblasen. Das sollen die Luftblasen sein, genau. Auf alle Fälle lässt sich erkennen, wenn wir uns die Batterie von hinten noch einmal betrachten, wie eben der Ladezustand auf der einen Seite sinkt. Das heißt, die Batterie immer schwächer wird. Hm. Wie lange? So lange bis? Bis sie gleich sind. Genau. Damit haben wir keinen Unterschied mehr, keinen Ladungsunterschied mehr und da können keine Teilchen mehr laufen. Hm. Das heißt, um die Ladung festzustellen, übrigens sagt man Spannung dazu, haben wir hier ein Multimeter. Das Ding ist ein elektronisches Bauteil, das die Möglichkeit hat, Strom bzw. Spannung zu messen. Dazu brauchen wir wieder zwei Kabel. Ja. In dem Fall markiert mit Schwarz. Rot und Schwarz. Genau. Das Schwarze stecken wir auf Com. Und die rote stecken wir auf V, genau wie Volt. Foma. Genau. Und jetzt schalte ich den Schalter hier noch ein und versuche, ob ich über die Kontaktspitzen da eine Spannung messen kann. Sieht man das? 2,33. Also 2,3 Volt, sagt man dazu. Genau. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal mit dieser hier. Die ist fast voll. 4,71. Also 4,7 Volt hat die. Also die Batterie ist noch ganz voll und die ist schon halb. Also fast leer, genau. Also in unserem Modell würde das bedeuten, die schwarze Batterie ist annähernd dem Stand und jetzt befüllen wir wieder. Das machen wir jetzt zum Beispiel beim Akku, also beim Handy. Wir füllen die wieder auf. Sehen wir das? Da steigt es. Da wird es weniger. Und das haben wir jetzt beim Ladegerät gemacht, bei unserem Akku, beim Handy. Okay. Und jetzt haben wir wieder die Batterie voll gemacht. Das heißt, die Batterie ist jetzt wieder voll. Der Akku ist wohl voll geladen. Und wenn wir da unseren Verbraucher wieder anschließen, macht er wieder zipp. Und unsere Taschenlampe leuchtet. Oder unser Handy funktioniert. Oder unsere Glühlampe oder was weiß ich.
Das ist jetzt komisch, weil man sieht, wie das runtergeht, ganz ja, leicht. Genau. Aber man sieht nicht die Blasen. Ja, weil jetzt keine Blasen momentan drinnen sind, weil nur mit der Flüssigkeit drinnen ist. Und mit den Multimeter können wir messen, wie viel Strom oder wie viel Spannung in einer Batterie, also ob sie neu ist oder alt ist. Mhm. Ja. Und wenn ihr Lust habt, schauen wir uns das nächste Experiment an. Ja.